werden wir zum Helden. Ihr betretet die Heldenhalle, in der die größten Legenden der Wonderlands zur Ruhe gebettet wurden. Na, nicht alle. Wie sagt man so schön? Wir kommen nie zur Ruhe, was? Ihr hört ein bekanntes Wiehern und in euch keimt Hoffnung auf. Es ist wie ein Traum. Doch das ist nicht die Königin. Das ist ein Albtraum. Nightmare. Okay, das ist aber ein cooler Name. Meine Königin! Wie kannst du so etwas Gutes und Reines verderben? Ich schütze die Natur. Ich habe nichts im Ärmel. Bin eingebaut. Es hat ein wenig gekitzelt. Au. Erstmal wegrennen. Wir müssen erstmal wegrennen. Der Ruhegespenst rastet aus. Was zum Teufel? Jetzt geht's rund. Ah, ich war gerade weg. Ich hatte uns nicht erwischt. Okay, die ist immun. Wow, sehr nah. Für Seelennektar wert. Jetzt werden Zauber abgefeuert. Oh fuck. Den Preis zahle ich gern. Alter, Finne, ey, geh die ab. Du hast doch nicht etwa gedacht, dass ich keine Munition mehr hätte, oder? Ah, fuck it. Rausgekommen. Knapp, das war so unsagbar knapp gerade. Wir brauchen Leben. Die Hölle hatte genug von dir. Weiter so und bald bist du ein ganzer Licht. Oh. Er schaudert und stirbt. Sehr gut. Ruht jetzt, Eure Majestät. Das ist echt schreck. Gib nicht mir die Schuld, sondern dem Dragonlord. Ja klar, gib mir die Schuld. Es könnte ja niemals sie sein, die gute Dinge zu Monstern verzerrt. Sie hat niemals Schuld. Aber ich weiß es besser. Ich zeige es dir. Das war ein harter Kampf. Was ist denn hier los? Da oben noch. Mein Fußknochen passt genau auf deinen Arsch. Mach die Stimmung nicht kaputt, Junge.
Wie ist die Prophezeiung? Da war nur ein harter Kampf. Aber wir haben wieder Schutz. Dadurch, dass wir wohl scheinbar gestorben sind einmal, hat sich das vielleicht... Naja, wir sind ja nicht wirklich gestorben. Wir sind ja nur ohnmächtig gewesen. Wir hätten ja Gott sei Dank noch gleich einen Gegner gehabt. Diese Schriftrollen waren keine Prophezeiung. Ich wollte dir zeigen, was sie mit mir gemacht hat. Was sie auch mit dir wieder tun wird. Okay, Tina. Das ist dein erstes Spiel, richtig? Naja, schon. Mit wem soll ich denn spielen? Alle, die ich kenne, sind tot. Wie heißt es? Bunkers and Badasses. Das ist ein Fantasy-Spiel. Ein Ort, an dem du ein Held sein kannst. Wo deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Oh, sich was vorstellen, ist meine absolute Stärke. Ich habe ein ganzes Wunderland hier oben. Das ist perfekt. Aber erst müssen wir einen Charakter erstellen. Erzähl mir von deinem Schicksalsbringer. Die Geschichte des Schicksalsbringers beginnt wie viele andere mit einem Herz voller Feuer und Träumen voller Drachen und Magie. Er ist der coolste, stärkste Held. Jeder will sein Freund sein. Der Drachenritter. Drachenritter? Yeah, gefällt mir. Danke. Hey, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist echt cool, ein Spiel mit einem Freund zu spielen, weil ich hatte mal einen. Nun, dann suchen wir uns noch mehr. Tina, ich will, dass das ein Abenteuer wird, das du nie vergisst. Es fühlt sich an, als wäre etwas vor langer Zeit Verlorenes wiedergefunden. Es fühlt sich an wie Heimat. Du erreichst die innere Kammer der Obsidian-Hasskathedrale. Das Seelenschwert steckt vor dir. Das ist eine wichtige Entscheidung. Also... Er nimmt es und macht alle Schurken überall fertig! Bist du sicher? Oh ja, ich mache es! Okay, aber das macht deinen Charakter böse. Was? Nein, der Drachenritter ist nicht böse. Er ist ein Held. Er ist der Schicksalsbringer. Er hat gerade Tausende von Leuten getötet. Findest du nicht, dass das böse ist? Das ist nicht böse. Das ist doof. Ich spiele nicht mehr mit, oder? Oder ich bin der Bunkermaster und sorge dafür, dass nur Legenden siegen. Tina, stopp. Der Schicksalsbringer ist allein. Verlassen wegen eines Verbrechens, das er nie gewählt hatte. Er hatte niemals wählen dürfen. Er beginnt, selbst zu denken. Kein Schicksal, keine Würfel, keine Master mehr. Ich träume von Drachen und Magie. Ich erwache, mein Herz voller Feuer, mit einem Zweck. Wiederauferstehung. Ich bin wiedergeboren als der Dragon Lord. Glaubst du immer noch, dass es eine Wahl gibt, Schicksalsbringer? Jeder Schritt vorwärts ist eine Wahl. Hätten wir keine, stünde ich hatte gehofft, hier. Du erkennst die Wahrheit. Ich bin nicht böse. Sie schreibt mich nur... Huch, das ging schneller raus als... Sie schreibt mich nur so, wollte er... Manu, und? Schaut. Dann komm. Wenn du drauf bestehst, ein Held zu sein, gibt es nur eine Art, wie das hier endet. Es gibt nur noch eine Sache zu tun. Besteigt die Pyramide, besiegt den Dragon Lord und holt das Seelenschwert zurück. Okay. Eigentlich drei Sachen. Mach schon! Ja, ich mach. Oha. Wir nähern uns dem Ende hier. Maximale Zauberstapel sind erhöht. Kann ich noch nicht machen. Schutzerholung plus 10%. Zauberabklingzeit, Geschwindigkeit, Feuerrate. Zack. Mach ihn platt, Neuling! Du schaffst das! Du bist immerhin der Schicksalsbringer!
Ich werde das Schicksal jetzt sowas von bringen, Alter. Ein starker Wind begräbt die alten Mauern und verschafft euch schnellen Zugang zum Außengebiet. Toll. War ein sehr starker Wind. Die Schreckenspyramide. Oh Gott, ja. Sephiramid. Oh Gott, es ist... Sephiramid. Zwei Köpfe sind besser. An der Spitze der monströsen Zitadelle des Dragon Lords wird ein Zyklon aus Seelenenergie zu einem unheimlichen Seelensturm. Alles, was ich bin, bin ich wegen ihr. Ich war sie. Ich weiß, was sie mag, was sie fürchtet, was sie fühlt, weil ich es selbst fühlte. Sie hat mich weggeworfen, aber ich erinnere mich daran. Natürlich konnte sie mich nicht in Ruhe lassen. Wieso auch, wenn sie den perfekten, maßgeschneiderten Schurken für neue Helden hatte? Ich find's trotzdem gut. Hier können wir noch was Blumiges kaufen. Okay, wir haben das da, Dunkelmagie. Shotgun-Nachlade, Rifle-Schaden, kritischer Zauberschaden. Zauberschaden wird allgemein erhöht, aber irgendwie ist es nicht besser. Aber ich kaufe den trotzdem jetzt. Nein, das geht nicht. Nicht vor der Schicksalsstunde, wenn die Mission erledigt ist. Wir haben noch nicht mal Platz hier. Oh, was Legendäres. Was Legendäres. Und du bist ein blauer... Oh, super. Das tragen wir derzeit. Ich weiß einfach nicht, was manchmal mit unserem Schutz ist. Also kaufe ich das jetzt, weil sowieso besser. Aber ich weiß nicht, was das immer manchmal ist mit... Ich glaube, wir verkaufen manchmal einfach aus Versehen Dinge. Okay. Gruselig. Sich der Angst stellen. Ah, die Blutflut steigt. Dunkle Mittel zum schrecklichen Zweck. Ich habe nichts im Ärmel. Wieder aufgeladen. Ich bin ein sprechendes Klett. Boden, öffne dich. Was? Normale Kisten wieder? Voll low. Brauch Muni. Was sind aber noch irgendwo in den Kisten zufällig auch noch andere Muni finden, weil wir brauchen ja eigentlich rein theoretisch auch noch Raketenmunition. Ich meine, hauptsächlich schießen wir mit der hier, weil die halt einfach den stärksten Schaden macht und dann schon mal wieder nur Dunkelmagie gestattet sind. Aber Raketen haben wir auch alle. Gut. Oder Granaten, aber doch immer. Guckt uns jemand an? Das mag ich nicht. Riesige Leiter.
Leitungen schlängeln sich über die Wände, angeschlossen an uralte magische Technologie. Und in der Mitte leuchtet ein Kristall. Hab schon drauf geschossen. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass ein großer Kristall im Zentrum einer Pyramide wichtig ist. Bald labt sich der Grabmund der Erde an deinem Fleisch. Dort fließt die ganze Seelenenergie hin. Wir müssen ihn zertrümmern und die Energie freisetzen. Seine Seele verunreinigt jetzt die Gewässer der Unterwelt. Schleudert sie da einfach mal runter, ne? War lustig. Als der Kristall zerspringt, beginnt die ganze Pyramide zu beben. Nun, ich bin kein Magiesteinologe, aber ich schätze, je mehr Kristalle wir zertrümmern, desto mehr stören wir die Pläne des Dragonlords. Hau weiter rein! Für dich ist das nur ein Spiel. Aber wenn du aufstehst und zu spielen aufhörst, stecke ich noch in meinem Gefängnis. Jedes Mal, wenn ein Heldenschwert meinen Nacken trifft, erwache ich vor einem neuen Gesicht, das gerade mit der Quest beginnt. Aber das ist das letzte Mal. Glaube ich nicht. Nein, so fühlt sich also ein Superschurke. So fühlt sich also ein Superschurke. Scheiß Stein. Ja, aber deine Welt wird dann böse sein. Ihr habt eine Gedichtseite gefunden. Von mir aus. Komm nur näher! Das war sowas von wert. Durch meine finstere Hand. Du hast doch nicht etwa gedacht, dass ich keine Munition mehr hätte, oder? Was ja, so viel wie ich darauf schieße, habe ich bald keine Munition mehr. Guck mal, da ist noch ein Würfel. Mehr Glück für dich, Mamacita. Schusswaffenschaden. Action Skill, Assault Rifle. Ja, aber kein Assault Rifle. Glaube ich. Kommt zu mir, Brüder! Der Boden reißt! Höllischen Händen ist die Magie ausgegangen. Dein Tod ist meine einzige Bestimmung. Wer, oh, wer will sich den Tag verderben lassen? So. Was Legendäres. Eine legendäre. Oh, Grabspross, 23%. Ein Fisch, zwei Fische, rote Drache, blaue Drache.
Maximale Gesundheit, kritische Trefferschaden. Jegliche Gefährtenschaden wird in Frostschaden umgewandelt. Feinde, die durch einen Gefährtenschaden erleiden, erleiden um 20% erhöhten Frostschaden. Nein. Ist das jetzt besser? Lass mich mal kurz gucken, was wir überhaupt drin haben. Das hier, ne? Schusswaffenschaden, kritische Schuss. Das ist halt maximale Gesundheit, ne? Ich. Bin mir nicht sicher. Oh Mann! Wir ziehen es jetzt an. So. Wenn man mal was Legendäres findet, ne? Dann kann man das auch mal anziehen. So, ja, genau. Nach all dieser Zeit versuchst du immer noch nach ihren Regeln zu spielen. Kapierst du nicht, dass das alles ausgedacht ist? Das Schicksal eint uns. Das hat sie aus einem Fanfiction-Forum im Econet geklaut. Macht doch nichts. Alles ist geklaut. Meinst du, was die Simpsons alles geklaut haben? Oder was alles von den Simpsons geklaut wurde? Das Leben ist geklaut. Noch einmal einkaufen. Ich kann das Blut an dir von hier aus riechen. Ich nehme dir etwas Last ab. Ich muss diese Last wohl noch eine Weile tragen. Guck mal, jetzt habe ich das auch wieder verkauft. Weil wir das nicht eingespeist haben. Wir müssen das auch als favorisieren. So. So wie die Waffen und alles. Deswegen haben wir da, ist das immer alles verkauft gewesen. Deswegen war das immer alles verkauft. Blitzschaden. Nö. Sind aber auch voll Muni hier. Okay, rein. Außerhalb ist der Seelensturm um die Spitze der Pyramide stärker denn je. Die Untoten kriechen wie schräge, knöcherne Kakerlaken über die Mauern. Geht und ab genau her. Ich hab nachgeladen. Der war schon ganz schön angeschlagen. Komme ich nicht hoch, ne? Nein. Fahrstuhl. Fahrstuhl hilft immer hoch. Der weiß gar nicht, wo wir sind.
Überall strömt Seelenenergie aus, ey. Voll gruselig. Oh. Die Mechanismen in der Pyramide rumoren und sprühen. Aber die Seelenenergie fließt weiter. Wir müssen den Magiekabeln folgen. Sie führen uns sicher zu seinem Vorrat an Seelenenergie. Das Kabel führt euch in einen Raum, in dem ein geheimnisvoller Tank vor Energie vibriert. Reinhauen hat sich als Zielführend erwiesen. Wieso sollten wir jetzt aufhören? Da hat er gar nicht mal so unrecht. Ihr Narren, das Ding ist völlig unwichtig. Hoppla, das stimmt nicht. Der Dragon Lord scheint außer sich, als ihr das Gerät zerstört. Schergen, schützt den Tank um jeden Preis! Moment, wie macht sie das? Warum sorge ich mich um das Teil? Es ist doch nur eine Klimaanlage. Ich habe Frischfleisch entdeckt. Weißt du, wie viel Grad wir draußen haben? 33 Grad. Das Ding ist das Wertvollste hier. Ich habe gesehen, wohin du nun gehst. Bitte sag mir, dass jemand mitzählt. Der Magietank ist wieder voll. Magisches Magazin. Du willst für deine Unverschämtheit spielt. Und ich auch nicht. Stopp! Es stellt sich heraus, dass der Tank die Seele der lang verlorenen Liebe des Dragon Lords ist. Er wollte seine geliebte Bernadette wiederbeleben. Das war die ganze Zeit sein Motiv. Tolle Wendung, was? Wow! Welche Offenbarung! Bernadette! Ich räche! Ich... niemanden. Ich kenne überhaupt keine Bernadette. Siehst du, dass sie mich wie eine Marionette benutzt? Oh, der Dragon Lord lenkt die gesamte Seelenenergie, die ihr ins Seelenschwert entlassen habt, an die Spitze der Pyramide! Das sieht übel aus. Ja, das ist richtig übel. Du kommst das zu spät, Schicksalsbringer. Ich habe sämtliche Seelenenergie absorbiert. Zeit, es zu beenden. Tina, siehst du mich? Ich nehme dir deine Welt. Du wirst alles verlieren, genau wie ich. Siehst du es? Antworte mir! Ich glaube, der Typ dreht durch.